Servus Leute, alles klar bei euch? Euer Malte hier und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute begeben wir uns in eine düstere und verstörende Welt. Eine finstere Geschichte der Medizin, die euch die Haare zu Berge stehen lassen wird. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Zeit, in der psychische Erkrankungen ein absolutes Tabu waren, völlig unverstanden und gefürchtet. Eine Zeit, in der vermeintliche Heilmethoden eher an Folter erinnerten. Wir reden heute über einige der schockierendsten und grausamsten Methoden, die in der Vergangenheit zur Behandlung psychisch kranker Menschen angewendet wurden. Macht euch bereit, denn wir reisen zurück in die Vergangenheit, um 5 der schlimmsten Methoden zu enthüllen, die an hilflosen Menschen angewendet wurden. Alles im Namen der Heilung. Stellt euch vor, ihr leidet unter Angstzuständen, Depressionen, vielleicht sogar Schizophrenie. Damals, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gab es eine angeblich revolutionäre Behandlungsmethode, die Lobotomie. Mit einem eispickelartigen Instrument, das durch die Augenhöhle eingeführt wurde, durchtrennten Ärzte die Nervenbahnen im Gehirn. Man glaubte tatsächlich, dass diese brutale Methode die Krankheit heilen würde. Stattdessen hinterließ sie oft nur emotionale Leere, Persönlichkeitsveränderungen und machte die Patienten in vielen Fällen zu Pflegefällen. Der Wahnsinn, oder? Weiter geht's auf unserer Liste des medizinischen Horrors, die Elektrokrampftherapie. Klingt schon brutal, oder? Patienten wurden auf einer Liege fixiert, ohne Betäubung starken Stromstößen ausgesetzt. Muskelkrämpfe, Gedächtnisverlust und schwerste Verbrennungen waren nur einige der Nebenwirkungen. Und das Schlimmste, es gibt bis heute keine eindeutigen Beweise dafür, dass diese Methode wirklich effektiv ist. Kapitel 3: Insulinschocktherapie, Koma als Heilmittel? Insulinspritzen kennt man heute im Zusammenhang mit Diabetes. Doch in den 1930er Jahren wurden sie für eine ganz andere, extrem gefährliche Therapie eingesetzt, die Insulinschocktherapie. Patienten wurden so viel Insulin verabreicht, bis sie ins Koma fielen. Man glaubte tatsächlich, dass die Bewusstlosigkeit die Krankheit auslöschen würde. Stattdessen erlitten die Patienten epileptische Anfälle, Herzrhythmusstörungen und einige starben sogar, eine grausame Methode, die zum Glück nicht lange praktiziert wurde. Kapitel 4: Zwangsjacken. Gefangen im eigenen Körper. Zwangsjacken. Bilder davon kennt ihr bestimmt aus Filmen. Aber die Realität war noch viel schlimmer. Stellt euch vor, ihr seid gefangen in eurem eigenen Körper, bewegungsunfähig, hilflos ausgeliefert. Diese brutale Methode wurde eingesetzt, um Patienten zu beruhigen. Aber was sie wirklich verursachte, war Angst, Panik und Trauma. Ein erschreckendes Beispiel dafür, wie wenig man damals von psychischen Erkrankungen verstand. Kapitel 5: Wassertherapie. Qualen im Namen der Heilung. Wasser, eigentlich ein Symbol für Leben. Nicht so in der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts. Bei der Wassertherapie wurden Patienten entweder in eiskaltes Wasser getaucht oder stundenlang mit kaltem Wasser abgespritzt. Manchmal wurden sie auch in heiße Bäder gesteckt, bis sie kurz vor einem Hitzschlag standen. Die Folgen: Unterkühlung, Verbrennungen, Traumata und natürlich keine Heilung der eigentlichen Krankheit. Outro, einfach krass, oder? Es ist wirklich erschreckend zu sehen, wie weit die Medizin gekommen ist und welche grausamen Methoden einst als Heilung galten. Zum Glück haben wir heute viel humanere und effektivere Behandlungen. Dennoch ist es wichtig, sich diese düstere Vergangenheit vor Augen zu führen. Nur so können wir sicherstellen, dass solche Gräueltaten nie wieder geschehen. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und den Daumen nach oben zu geben, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.